radioaktiv. Was jetzt? Oh nein, jetzt bin ich da reingegangen. Lass mich raus, okay? Inzwischen stelle ich dieses Ding auf Endlosschleife und gehe einer rauchen. Was du da oben sicher auch machst, volle Nuss. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Ach, das war dumm. Okay. Der Reaktor im Untergeschoss D scheint defekt zu sein. Das System hat die Türen geschlossen. Mal wieder. Wir müssen sie manuell überbrücken. Hör zu, Spiegel. Ich weiß, du hast dringende Sachen zu erledigen, wie die neueste Ausgabe von La Coif zu lesen. Aber wenn du mal Zeit hast, lass mich raus, okay? Inzwischen stelle ich dieses Ding auf Endlosschleife und gehe einer rauchen. Was du da oben sicher auch machst, volle Nuss. Cool. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Das geht jetzt die ganze Zeit so mit dieser Nachricht, oder was? Okay. Der Reaktor im Untergeschoss D scheint defekt zu sein. Das System hat die Türen geschlossen. Mal wieder. Wir müssen sie manuell überbrücken. Hör zu, Spiegel. Ich weiß, du hast dringende Sachen zu erledigen, wie die neueste Ausgabe von La Croix zu lesen. Aber wenn du mal Zeit hast, lass mich raus, okay? Inzwischen stelle ich dieses Ding auf Endlosschleife und gehe einer rauchen. Was du da oben sicher auch machst, volle Nuss. Euch aus dem, dem Juwelengrün. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Diamond City Radio. Schnell raus hier, der labert mich sonst noch 2 Stunden voll. Der Reaktor im Untergeschoss D scheint defekt zu sein. Das System hat oh ja, Dinge auf meinem Popo sind immer gut. Hör zu, Spiegel. Ich weiß, du hast dringende Sachen zu erledigen, wie die neueste Ausgabe von La Croix zu lesen. Aber wenn du mal Zeit hast, lass mich raus, okay? Inzwischen stelle ich dieses Ding auf Endlosschleife und gehe einer rauchen. Was du da oben sicher auch machst, volle Nuss. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Eine Rüstungswerkbank. So, so. Okay. Interessant. Der Reaktor im Untergeschoss D scheint defekt zu sein. Das System hat die Türen geschlossen. Mal wieder. Wir müssen sie manuell überbrücken. Hör zu, Spiegel. Ich weiß, du hast dringende Sachen zu erledigen, wie die neueste Ausgabe von La Croix zu lesen. Schauen wir mal, was da gleich passieren wird, wa? Jetzt ist ja ruhig. Alles quiet hier drin. Falscher Knopf. Okay. Ich bin gleich da. Und dann bringe ich alle um. So, ich bin da. Fort Hagen. Ah ja, stimmt, ich habe ja Taschenlampe. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Also eigentlich ist es cool, wenn ich jetzt hier alle Kugeln mitnehme, ist doch lustig. Auch irgendwas Interessantes? Jangles, der Mondaffe.
Eigentlich brauche ich nur Kupfer. Port Hagen. Warte, was will ich hier? Durchsuch Fort Hagen. Warte, hier war ich doch schon mal. Kenne ich doch irgendwo her. Arschding! Stirb! Wo war denn der Eingang? Wo ist der Eingang? Ich will doch nur da rein. Hier ist einfach alles broken. Fort Hagen. Na also. Wir gehen jetzt da rein und töten. Wow, wow, wow. Oh, jetzt willst du Erdbeeren. In der Erdbeerwoche gibt's immer Erdbeeren. So, ich bin jetzt im Fort Hagen drin. Ist da jemand anwesend? Ja. Bewegung entdeckt. Seltsam. Verdammt. Nichts gefunden. Hä? Ich halt einfach irgendwas treffe, bloß nicht diesen Sünd. Da ist noch irgendwo einer. Ich kann es auf dem Radar sehen. Die terminieren mich, haben's gesagt. Finde ich nett. Schusswaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Nett. Uah, wir jetzt verstecken? Erwischt. Nee, nee, da ist schon noch. Ich trag schon wieder zu viel, oder? Ja. Oh nein! Hey, du hast da etwas fallen lassen. Einbringen kann nicht.
Es ist blöd, dass man ausgerüstete Dinger auch abwerfen kann. Mal sein Quatsch. Wow! Sie gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Unreiniges Ding, Alter. Irgendwas Interessantes hier. Sicherungen. Kann ich brauchen. Geh weg da. Schlafen. Ah ja, okay. Determinierung der organischen Lebensform. Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass Sie überleben. Gut, dass ich gegen Statistiken bin. Bitte stehen Sie still. Wer ist da geschossen? Ah, da. War's nicht, da stehen noch zwei. Das ist ein komischer Typ. Er sagt, es waren wohl der letzte, war wohl der letzte. Es stehen noch zwei. Am allerselben Ort. Komm. Zeigt euch. Na los. Ah, ist ein Anführer, alles klar. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Verdammt, die Sprache ist... Zweifacher Schaden, nice. Terminiere mit äußerster Entschiedenheit. Zeig dich, du Pimmler. Schlecht. Hast du sie gesehen? Ja, der steht da. Sie haben sicher schreckliche Angst. Ah,
Ah, Mann! Gar keine Lust, jetzt da runter zu gehen, eigentlich. Gute Nacht! Boah, was war das? Ich glaube, wir sind nicht allein. Ihr flüchtet. An diesem Ort hier könnte eine Bombe hochgehen und niemand würde es bemerken. Der redet einfach seltsames Zeug. Ganz viel seltsames Zeug redet der Typ. Wo sind sie denn? Wo war denn das? Ah, das ist der Anführer. Hi. Ich habe den Anführer wiedergefunden. Was ist denn seine Mission? Zugekettet. Aha. Netter Baumstuhl, Freunde. Ja, fehlt nur noch der Anführer, oder? Komm ich denn da rein? Nicht immer gleich abbrechen, du blöder Kack.
Bloß kein Alkohol mehr trinken, habe ich schon gelernt. Der anderen Seite mit einer Kette gesichert. Also irgendwie muss ich aber da rein. Alter, bricht halt sofort ab. Wie schön. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Ja. Commonwealth, da geht's nach draußen, da wollen wir nicht hin. Ach, das ist für den Roboter, oder? Alle, oder? Sieht fast so aus. Barre, Baton, Dirty. Oh, das sind noch einige. Komm, ich nehme einfach mal Brute, hat einen Treffer. Damit fällt das raus. Das auch. Baton könnte es sein. Bin durch. Yes, yes, yes. So, erste Hilfe und jetzt aktiviere ich ihn. Explodiert es? Ja, bringt nur nichts. Schade. Komm ich denn da rein? Auf wen hat er geschossen? Ich check das nicht, wie ich da reinkommen soll. Doch von außen irgendwie, oder was? Merkwürdig. Da war ich schon, wie man sehen kann. Nackedei Frau. Verstehe ich nicht. Man muss doch irgendwie da reinkommen. Kann ja nicht sein.
Okay, also weiter nach oben geht schon mal nicht. Au! Warum schießt er denn auf mich? Ah, ich bin ja drin. Hey! Geht doch! Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe, aber ich hab's geschafft. Alter! Ich hab dich als Erste-Hilfe-Bot engagiert und jetzt... Schießt der auf mich, der Arsch? Heißt, ich aktiviere ihn und dann hau ich ihn auf die Fresse. Ist überhaupt nicht nett. Schon wieder ein Terminal. Zwei Treffer. Ein Treffer, also Harness. Okay. Pass auf, dann mache ich jetzt die Falscheinträge weg. Hallo, servus. Jetzt hat er mir mein Harness weggemacht, der Arsch. Aber ich weiß, dass Harness richtig war. Das heißt, das kann es schon mal nett sein. Ein Treffer. Vier Treffer. Ja, dann kann es ja nur das sein, oder? Hä? Ah. Ja, also ernsthaft. So, irgendeine Tür wird geöffnet. Gut, was war das andere noch? Turmsteuerung. Deaktivieren. Valentine, hat das gefallen. Das ist ja nett von dir. Rattengift ist auch immer gut. Stimpack. Aber eigentlich suchen wir ja Sean das Schaf. Hier, oder? Den Kameraden lasse ich einfach da drin. So. Immer schön speichern. Habe ich gelernt. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo ich bin.
dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Niemals! Hier herrscht Abschlachten! Der ist tot. Wow, hab ich mich gerade erschrocken. Kannst du mir doch nicht antun, Alter! Ich habe selbst einen Mutant-Albträume bekommen. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Ich bin bereit, wenn Sie wiederkommen. Hey, darf ich dich mal was fragen? Ja, klar. Klar. Schieß los. Es ist nur... all das, was dir und deiner Familie zugestoßen ist, du machst da einiges durch. Ich wollte nur sicher gehen, dass du es packst. Ja, mir geht's gut. Ha, du bist ein härterer Hund, als ich dachte. So sieht's aus, Mann. Härter, als ich war. Hat verdammt lange gedauert, bis ich ein Gespür für den Ort hier hatte. Gott sei Dank fand ich Diamond City. Die Stadt ist nicht perfekt, klar. Aber sie ist deutlich besser als der Rest des Commonwealth. Als ich da oben angefangen habe, hatten die Leute natürlich schon genauso viel Angst vor dem Institut wie heute. Vielleicht sogar mehr. Das CPR-Massaker belastete damals alle sehr. Und die Leute hatten noch immer schlaflose Nächte wegen der zerbrochenen Maske. Eine Menge Leute hielten mich für einen Saboteur, der den Reaktor zerstören oder das Trinkwasser vergiften will. Aber sie konnten mich natürlich nicht einfach so wegschicken. Das CPR-Massaker? Nie von gehört. Die Commonwealth-Übergangsregierung. Vor vielen Jahren versuchte eine Reihe von Siedlungen, einen Bund zu gründen. Jede Siedlung mit auch nur einem Hauch Einfluss schickte Vertreter, die Verträge aushandeln sollten. Aber das Institut schickte einen eigenen Vertreter. Einen Synth, der sämtliche anderen Vertreter bei den Gesprächen umlegte. Die Commonwealth-Übergangsregierung war Geschichte, bevor sie überhaupt gegründet wurde. Sehr gut. Kurz darauf bin ich in die Stadt gezogen. Ah, töten. Ich hatte echt Glück, dass die mich nicht direkt wieder weggejagt haben. Zerbrochene Maske? Das war lange, bevor ich in die Stadt zog. Aber offenbar kam eines Tages ein Herr nach Diamond City, um bei Power Noodles zu essen. Offenbar hat ihm das Essen nicht gemundet. Er zog seine Pistole und schoss auf die anderen Gäste. Als die Sicherheitskräfte ihn dann ausreichend durchlöchert hatten, stellten sie fest, dass er voller Servos und Schrauben war. Genau wie meine Wenigkeit. Hatte wohl eine Fehlfunktion. Ist durchgedreht. Damals wurde den Leuten klar, dass Synths langsam nicht mehr aussahen wie ich, sondern mehr wie sie selbst. Wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hatten, hatte ich echt Glück, dass die Leute mich überhaupt in die Stadt gelassen haben. Warum wolltest du überhaupt unter solchen Fanatikern leben? Angesichts der Umstände konnte man es ihnen nicht verübeln. Aber die Leute hielten ganz schnell die andere Wange hin, als ich mit der Tochter des Bürgermeisters auftauchte. Ein Mädel ungefähr 15. Der Augapfel des damaligen Bürgermeisters, Henry Roberts. Die junge Miss Roberts entschied sich, mit einem Karawanengehilfen durchzubrennen, den sie gerade einmal einen Abend lang kannte. Wie sich herausstellte, gehörte der Kerl zu einer Entführerbande. Ich hatte keine Ahnung, wen ich da gerettet habe. Bin einfach auf ein weinendes Mädchen und vier Schläger gestoßen. Ich brachte sie nach Hause und der Bürgermeister bot mir Unterkunft in der Stadt an. Eine Menge Leute protestierten, nannten mich einen Spion. Aber ihm war das egal. Das Leben in der Stadt war anfangs hart. Aber ich zeige immer offen, was ich bin. Und den Leuten schien das zu imponieren. War es schwer, sich einzuleben? Sie haben es mir definitiv nicht einfach gemacht. Ich erledigte die Jobs, die sonst keiner wollte. Als Mädchen für alles in Diamond City holte ich mir mehr Schrammen als je zuvor da draußen in den Ruinen. Aber die Leute vergaßen wohl nie, dass ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Also kamen sie zu mir, wenn jemand vermisst wurde. Die Frau läuft mit einem Liebhaber davon und nimmt das Mietgeld mit. Geht zum Synth. Ein aufgebrachter Vater entscheidet, dass er mitten in der Nacht unbedingt mit den Kindern nach Good Neighbor ziehen muss. Wohl Nick. Nach einer Weile hatte ich damit so viel zu tun, dass sie mich nicht mehr als Mädchen für alles missbrauchten. Verdammt, mir machte das sogar so viel Spaß, dass ich die ersten Monate kostenlos arbeitete. Ich war zwar noch immer Nick der Synth, aber die Leute kamen, weil sie Nick den Detektiv brauchten. Und zu diesem Zeitpunkt fing alles wieder an, sich normal anzufühlen. Irgendwann begriff ich, dass das Zuhause dort ist, wo man es sich macht. Mit ein wenig Zeit und Arbeit kann dieser Ort hier auch dein Zuhause werden. Lange Geschichte.
Aber ich hoffe, sie hilft. Sollen wir dann los? Ich warte ja nur drauf, Bruder. Solange du das Zeug trägst. So, was haben wir dann hier alles? Eine Chemiebox. Willst du mich verarschen? Ah, scheiße, das war viel zu weit. Cool. Cool, hat er gesagt. Cool. So. Hallo. Hallo. Offenbar ist ihr Versuch, sich zu tarnen. Oh. Oh, hat mich ganz schön erwischt. Geht schon, hältst du schon aus, Bruder, bist doch stark. Und das jetzt schon wieder. Da und macht hier irgendwas, Tüt. Sieh an, mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Bei unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Das tötet mich, glaube ich, wenn ich da reinrenne. Das wirkt zumindest sehr gefährlich. Wer sperrt denn eine Munitionskiste zu? Ist doch kacke. What the fuck? Ja. Sehr gut, Schrotpatronen kann ich brauchen. Das ist hier, blablabla. Was da unten wohl auf mich lauern wird. Gefarscht. Uah! Arsch. Hat er mir einfach ins Gesicht geschossen. So voll von hinten. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Eine Kommandozentrale. Irgendwo ist noch dieser Anführer.
Den habe ich nämlich noch gar nicht getötet. Der rennt hier auch noch irgendwo rum. Hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, nach Diamond City zu schaffen. Dachte...